Hallo liebe Zebras, willkommen zu einer neuen Folge Wie ticken mit Gina und Anna. Ja, fangen wir mal an, würde ich sagen. Ne? Erste Frage an dich, Anna. Wenn du dich entscheiden müsstest, was magst du lieber, Filme oder Serien? Serien, definitiv. In letzter Zeit, ich gucke gar keine Filme mehr, nur noch Serien. Wirklich? Ja, die sind's. Welche Serie schaust du gerade so oder schaust du gar keine oder was die letzte? Im Moment schaue ich The Blacklist, da bin ich bei Staffel 4. Aber irgendwie, ich finde nie die Zeit, es weiter zu gucken. Deshalb schaue ich mir immer nur meistens so Sportdokus an, wie von Michael Jordan oder... Ah, das ist echt cool. Ja, jetzt die MSV-Doku auch. Habe ich auch geschaut. Ja. Sehr gut. Eis im Becher oder in der Waffe? Also, boah, was nehme ich denn immer? Ich nehme immer Eis in der Waffel eigentlich. Warum? Ich weiß nicht, die Waffel ist auch lecker. Ja, ich esse die auch immer mit. Echt? Also nimmst du auch in der Waffel? Immer. Ja, finde ich auch gut. Wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du Joghurt oder Quark nehmen? Quark, wegen dem Protein. Echt? Ja. Kein Joghurt, so am Abend? Ja doch, schon so als kleiner Snack, aber... So, die Proteine müssen ja drin sein. Nee, das war scheiße. Bitte, das ist wirklich scheiße, was ich gerade gesagt habe. Das war einfach scheiße. Oh mein Gott. Sind da Proteine drin? Ja, Quark ist Proteine. Also ich esse immer so High-Protein, Quark. Okay. Können wir die Frage nochmal stellen? Das war wirklich scheiße. Lieber Joghurt oder Quark? Quark, wegen... Im Protein. Nochmal, warte. Eigentlich würde ich Joghurt sagen, aber. Ja, okay. Okay, frag nochmal. Jetzt Joghurt oder Quark? Joghurt. Warte nochmal, vernünftig. Okay, warte, wir müssen uns entspannen. Okay. Lieber Joghurt oder Quark? Joghurt. Ich kann nicht weiter. Okay. Einmal noch, okay? Lieber Joghurt oder Quark? Joghurt, aber Quark ist auch gut, weil es viele Proteine hat. Nein. Okay, nächste Frage. Stammspieler oder Edeljoker? Stammspieler. Hätte ich auch so gesagt, weil... Nur wenn du reinkommst und Tore schießt, ist halt nicht so geil, als wenn du von Anfang an spielst und vielleicht... einen Hattrick machst oder so. Und Stammspieler, wenn man, je mehr man spielt, desto besser wird man. Also genau. Stammspieler definitiv. Ja. Spielpraxis ist das Wichtigste. Ja. EM in Tschechien oder die WM in Costa Rica? Wenn du dich entscheiden müsstest. Oh, das ist schwierig. Ist schwierig, aber wäre schon geil, im August bei der U20 WM in Costa Rica zu sein, weil Costa Rica, ich glaube, da fährt man nur einmal im Leben hin und Tschechien ist ja direkt hier um die Ecke. War trotzdem cool. Ja. Aber schaffst du. Hoffentlich. Doch, bin ich mir sicher. Fohlen oder Zebras? Das ist schwierig. Also von den Männern schaue ich eigentlich von beiden Mannschaften immer die Spiele. Ich bin auch von beiden Fan, würde ich so sagen. Und spielen bei den Zebras. Stark. Ich hatte jetzt eher erwartet, dass du Fohlen vielleicht sagst, weil du da ja früher gespielt hast und auch Gladbach-Fan bist. Ja, das war auch eine schöne Zeit, aber momentan fühle ich mich hier mega wohl und ich könnte mir nicht vorstellen, woanders zu spielen. Sicher? Ja. Sicher? 100%? Ja. Gut. Lieber Einzelkind oder wie ich Drilling sein? Drilling lieber. Echt? Ja. Ich habe ja auch eine Schwester und zu zweit oder zu dritt ist am besten. Training bei 30 Grad Hitze oder im Winter bei Schnee und Regen? Ich hasse Kälte. Also wirklich Kälte ist schlimm. Deswegen definitiv Wärme bei 30 Grad. Nach einem Sieg mit der Mannschaft in der Kabine feiern oder mit den Fans in der Kurve? Mit den Fans in der Kurve, auf jeden Fall. Also wenn mal hier auch mehr Zuschauer bei uns wären, dann wäre das, glaube ich, richtig das geil, schön. Wie bei den Männern. Stell dir vor, so eine Kurve wäre ausverkauft. Ja, wenn die ganze Nord ausverkauft wäre, das wäre schön. Das wäre so Gänsehaut. Aber in der Kabine feiern ist auch schön. Das natürlich auch, aber ich glaube, nichts ist besser, als mit den Fans zu feiern. Ja, das stimmt. Lieber geiles Dribbling oder ein feiner Pass? Also beides gut, beides auch wichtig. Also es kommt immer auf die Situation an, aber dann lieber Dribbling. Viel zu tun oder entspannter Nachmittag, also im Tor? Viel zu tun. Dann kann man sich richtig auszeichnen und sich zeigen. Ja, das stimmt. Das bockt am meisten. Stadion oder Couch? Wenn ich ein Spiel schaue? Ja.
im Stadion. Viel natürlich, schöner. Ne? Mit den Fans. Außer so, wenn man so müde ist abends, dann vielleicht lieber Couch, aber eigentlich doch definitiv Stadion. Boah, ich hätte auch Bock, so abends ins Stadion zu gehen. Flutlichtspiele sind die geilsten, finde ich. Ja. Ja, doch, Stadion. Und wenn dann mal Auswärtsfans sind und dann richtig geiles Spiel. Ja. Ja. Sprachen oder Naturwissenschaften? Definitiv Sprachen, das einfach, weil so Chemie, Physik und so bin ich nicht so gut. Habe ich auch direkt alles abgewählt. Aber macht doch mehr Spaß, als so im Englischunterricht zu sitzen. Findest also ich schlafe dann ein. Ja. Echt? Ja, also gefühlt. Hoffentlich sieht das dein Lehrer. Ja, hoffentlich auch. Hallo Frau X. Stell vor, die sieht das wirklich. Oh mein Gott. Schaut. Okay, letzte Frage an dich. Also lieber Stehplatz in der Kurve oder VIP-Platz in der Loge? Ja, natürlich Stehplatz in der Kurve mit den Fans. Hoffentlich auch wieder bald mit den Ultras. Und dann schön springen und klatschen. Aber meine Dauerkarte ist ja immer noch Sitzplatz. Aber echt? Ja, ja. Warum? Weil ich mit meinem Vater, wollte mal sitzen. Also, der ist ein bisschen alt, der kann nicht mehr stehen, so gefühlt. Nein, natürlich, ja, nächste Saison wieder Stehplatz-Dauerkarte. Sehr gut, ich komme mit dir. Machen wir. Sehr gut. Germany's Next Topmodel oder Deutschland sucht den Superstar? Ich bin ehrlich, ich schaue beides nicht. Warum? Also, ein paar wären jetzt hier sauer in unserer Mannschaft. Ich weiß, habe ich auch gerade gedacht. Melissa, Selina, Melle. Ich weiß nicht. Ich schaue das einfach nicht so. Mhm. Hast du mal geschaut? Ja. Weiß ich nicht. Also immer, wenn man so Langeweile hat oder so, dann schaut man ja mal DSDS oder so. Aber keine Ahnung, was ich davon jetzt nehmen würde. Dieses Jahr habe ich auch nicht geschaut. Ich habe die früheren Staffeln immer geschaut. Warum dieses Jahr nicht? Das kann ich nicht voll auf einer Kamera sagen. Das war Wie ticken wir mit Anna und mit mir, Gina. Und warte, wie ticken wir? Wie ticken eigentlich, oder? Ja, ist egal. Was? Wie ticken? Das war Wie ticken mit Anna und mit mir. Und wir hoffen, euch hat das gefallen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Nee, nicht mit dem Tschüss. Nicht? Ohne Nein. Tschüss? Ja. Okay. Dann ciao.